Willkommen, liebe Freunde, ich bin Krebitscher und wie ihr schon ja, mitbekommen habt, am Livestream funktioniert es leider nicht. Deswegen werden wir das im aus Videos machen. Zwar auf 4K wie immer. Viele Ladung von Zaron haben wir ja schon bekommen. Benutzt dabei aber lieber Sauron, Hallöchen. Servus. Natürlich auch der lieber Torben hier am Start, Hallöchen. Was geht? Und der Zero ist auch hier im Teamspeak, aber nicht im Spiel, Hallöchen. Moin. So. Jetzt habe ich komplett alles ausgeblendet, ey. Alrighty! Die 5 Euro Donation und dies, das. Abflug. Dio, leise, jetzt entspannt. Boah, ich hab gar keinen Bock mehr, ich schwöre, ich hab gar keinen Bock. Ich glaube, ich. Ne. Oh, Alter, wenn ich einen Herzinfarkt kriege, Alter, das Geld mach ich aus, ich kann's nicht fordern. Er zieht's durch, Chewbacca. Hallo, Freunde. Ach, es geht. Seid ihr bereit zu sterben, Jungs? Ja. Ach, Gott. Kommen Sie runter! Alter. Seid ihr bereit zum Sterben? Oh. Alter, das war aber schnell. Ja, ich hab auch gerade gedacht, so geh jetzt wieder vor. What the fuck? Ich hab gleich gar keinen Bock, ey. Guck mal, da um die Ecke. Was beart ist. Oh. Jetzt kommt der. Oh. So, also, was haben wir hier an Waffen? Ich tue die Waffe switchen. Ah. Bleib mal die Shotgun, Hölle. Hol die Shotgun! Also mit F kannst du Licht anmachen, ne? Ja, wir haben es ausprobiert. Ah, alles klar. Mausrad hoch kannst du Waffen switchen. Ja, hab ich gerade geprobiert. Ihr seid solche Schiss. Geh mal vor, gar kein Problem. Ja, er kennt die Scheißding, der hat schon gespielt, deswegen rennt er vor, weißt du? Er nimmt die ganze Spannung weg hier. So, Sack! Nächstes Mal sag ich da gar nicht so ein Game Mesh, wenn ich ihm jetzt runtergeladen habe, kurz vor Livestream. Oder sonstiges, sag ich da Bescheid. Haben wir keine Waffen, wo man sehen kann, den Radar oder so? Jo. Da oben ist ein Spind, Alter. Da links ist irgendwas, schau mal, hier mit der Linkswaffe, da links ist irgendwas. Ja, wie komme ich da auch? Eine Leiter gefunden. Ja, wie komme ich hoch? Achso, Steh ja nur dran. Check in dir. Ja, wieder was zum Hacken. Ah, leck mich! Ich hab's. Leck mich! Leck mich! Leck mich! Da. Oh, da muss er sich einmischen wieder. Ach komm, leck mich, Alter. Was war das? Ich glaube, ein Medikit. Okay, das glaube ich, brauchen wir. Hier runter? Bestimmt. Gott. Ich tu hacken, der muss sich einmischen. Ja, komm, Alter. So weit bin ich gar nicht vorgegangen. Ja, aber ich war schon am Hacken, Alter. Wieso musst du dich anmischen, ne? Jungs, da ist was. Wo? Ja. Ja, kann der Torben machen. Alter, hör auf, du Affe, Alter. Alter. Oh, Junge. So ein Arschloch, Alter. Wie solltest du schießen, Alter? Was los? Wie krieg ich das Ding denn auf? Ja, nicht ein bisschen mit der Arme, da ist ja nichts drin, also ich sehe da nichts. Du hast das schon rausgenommen. Der ist leer, Alter. Okay. Oh, hier ist was, glaube ich, an der Tür. Ja, hier die Tür. Mach du ruhig, ich will alles gut. Ja, mach doch, du hast ja die Tür gesehen. Oh, da hinten ist noch eine Tür. Kann man auch mal noch aufmachen. Alter, komm mal auf, Alter. Das war's.
geh zu Dingsbums da. Kinder erschrecken mit dem. Was haben wir denn hier? Ein Computer. Wir haben hier einen Computer. Sieht ja aus, ob der Rainbow Six Siege zockt, ne? Wie die da am Schleichen sind. Was ist das für ein Computer? Was kann man damit machen? Man kann A drücken, für was? Soll ich es mal probieren? Ja, probier's. Ich will weiß nicht. Es nicht, was passiert, keine Ahnung. Ich bin dran, ich schreibe was. Ich kann irgendwas reinschreiben. Ich schreibe da, SOS, wir sind gefangen, bitte um Hilfe. SOS, wir brauchen sofortige Unterstützung. Das ist kein richtiger Command. Boah, aber wo kriegst du die Commands her? Ja, was brauchen wir überhaupt? Ah, mit Tab kann man die Map aufmachen. Terminal. Ah, LOL! Wenn ich auf die Map was markiere. Ja, ich seh's. Ja, hallo. Und hast du einen richtigen Command rausgefunden? Ja, noch nicht. Ich halt mal eine Türwache, ne? Ne, ich mach mal die Tür zu. Oh, Commands, ei, ei, ei. Alter! Scheiße zu. Aber da, geh weg vom Computer, Ich mach das. Bist du draußen gewesen oder was? Nee, nicht euer Ernst, oder? So, Alter. Okay, ich mach weiter. Scheiß Ratte, Alter. Das gibt's nicht. Ich geh wieder in die List. Mal gucken, was es noch so Schönes gibt. Boah, Alter, hinter dir ist ein Zombie. Warte, was? Warte. Ey, Mann, ich hab's echt nicht. Ah, drangegericht. Hab ich irgendwas gemacht? Ja, du hast ja die Tür aufgemacht. Jetzt ernsthaft? Nein. Nee, der war schon offen. Wow. Wir haben halt noch eine andere Tür da drüben, ne? Hab ich noch mal gesehen. Mit dem anderen Raum rumgelaufen. Ja, aber, ich bin ein bisschen zu dumm dafür. Oh, nee, nein, da geh ich nicht, nein. Das kannst du vergessen. In diesen dunklen Raum geh ich bestimmt nicht. 781. Okay. Da läuft ja schon vor, alle. Ach, soll ich rauskommen? Komm mal raus aus dem Computer. Warte noch auf dich, wir haben noch eine andere Tür hinter uns gehabt, ne? Oh. Ja, da ist noch eine. Ich hab da hinten noch eine gesehen. Da haben wir noch eine Tür. Ah, da waren wir, alles klar. Jungs, seid ihr bereit? Ich mach das Ding jetzt gleich auf. Nee, sind wir nicht. Ja, ihr beiden gerade nach auf Zack. Ich muss wieder einen Scheiß Bock, ne? Mach mal Licht aus, nicht dass die Zombie aus Licht oder so reagieren. Ist ja da vorne was? Da vorne? Wo? Genau vor mir. Oh Gott. Erleuchtet, schnell bleiben, mach Licht aus! Oh. Oh Mann, ich sag's noch, hä? Oh oh! Er ist da. Oh Junge. Wir sind geräusch- und lichtempfindlich. Licht ausmachen. Ja, soll ich das nur sagen? Mach Licht aus und dann licht dich noch an, dann wird er noch provoziert. Ich geh bestimmt nicht da rein, Alter. Ich guck dir mal die Tür an, Alter. Was? Oh, Tür, ich hab was aktiviert. Was hast du gemacht? Ich hab die Tür nur aktiviert. Ich muss in diesen Bereich gehen, bis auf 100% ist, oder nicht? Klopft an der Tür? Nee. Ja, mach mal die Tür auf. Nee. Achtung, wir sind durchbrochen. Ja, schluckt meine M4, den Milli. Okay. Alle die Dinger schießen, alle. Auf! Hopp! Muss auch laden! Ich hab keine Munition mehr! Nein! Wie viele kommen denn da noch? Oh Mann! Ich sag doch noch, mach die Tür nicht auf! Oh. Ja. Ich bin down!
Schlüssel alle. Ja, ich auch. Okay, diese Tür machst du nächstes Mal auf. Wow. Du siehst, dass eine riesige Tür ist, Alter. Da brauchst du keine Tür aufmachen, wenn es so riesig ist, die Tür. Und ich bin wieder bereit. Starten wir wieder das Game von vorn. Da klopft an die Tür, ja, mach's auf, Alter. Okay, mach mich jetzt schon fertig. Das Problem ist, du hast auch übelst wenig Munition, ne? Mhm, ist mir auch schon aufgefallen. Ich hab da drauf gehalten, die brauchen gefühlt ein ganzes Magazin. Die Tür bleibt zu. Pass auf. Juni ist unterwegs. Und so wird diesmal so schnell nach unten gedüst. Das hört sich Gefühl jedes Mal anders an. Lass mich hier raus. Nicht mehr. Lol. Kommt ihr raus, Jungs? Nö. Jetzt bin ich draußen. Los, alle. 5 Schuss habe ich so auf Reserve, Alter. Really? Ja, warte, wir warten mal kurz auf Gio. Was an die Front, Jungs. Aha! Ich bleib da, ihr könnt weiterlaufen, du. Nee, lass mal. Du kannst deine Schöne mal schmecken, schau, dass du an die Front gehst, Mann. Bleib schon hinten, alles gut, mach ruhig. Feige Rappen, Alter. Approach Security Scan to Stop Alarm. Da steht jetzt bei euch auch mit Enter. Ja, jetzt kann man die Regal da oben und so weiter alles wieder neu aufmachen, oder was? Ja. Gibt's noch was da hinten? Ja. Ich hol das da drüben. Ja, was? Ich bin Aua. Ja, Fallschaden haben wir auch da, alles klar. Wenn man die Tür öffnet, passiert ja nichts, ne? Ne. Gut, ich mach die auf. Hier war nämlich noch ein Ding drin. Wo war denn das? Ah, da diesmal. Ne. Box schon aufgemacht haben? Ich bin warte. Direkt erster Versuch, müsste offen sein. Oder? Nee. Doch. Klicken. Haben wir hier. Kann ich das irgendwie droppen? Was ist das? Ich weiß es nicht. Deswegen frage ich, ob ich das droppen kann. Haben wir irgendwo ein Inventar? Ja, auf ist ja, nichts. Ja, du hast das, was genommen hast, hast du hinten am Hintern hängt. Wie geht das weg? Muss scrollen. Ja, ich meine, dass ich es droppen kann, dass ihr es aufnehmen könnt. Geht das irgendwie? Machst du geil. Ja, wie tun wir das wegschmeißen? Das ist... Ja. Keine Ahnung, was das ist, Alter. Warte mal, ich kann dir das geben, warte mal. Bitteschön. Was hast du bekommen? Ja, was ich bekommen habe. Du hast auch. Ich hab's jetzt bekommen, so. Du hast jetzt wieder 100 Lebens, Torben. Ich hab dich geheilt, wie erscheint. Ja, das, okay. Du hast ein Medikit gehabt. Ah. Habe ich immer noch. Kann ich mehrmals benutzen. Ah, da steht es. Auf die rechte Seite. Ist das, was du da hast. Medikit, noch 20% habe ich drin. Alles klar. Geht davon aus. Wollen wir hier weiter? Ja, ne? Ah, no. Hier ging es ja nicht weiter, stimmt. Okay, Terminal. Wir müssen den Alarm ausschalten. Peter, you quarantined in Terminal. Damn. Was? Auf, okay. Nee, geh vor, alles gut. Mach ruhig. Oh, eine feige Ratte, ne? Ei. Ja, was haben wir denn da?
Ja, was kann ich denn hier am Computer machen? Hat irgendwer einen Plan, wie das mit dem Computer funktioniert? Kann irgendwer erstmal probieren? Weil ich bin ein bisschen zu dumm dafür. Ich check den Computer nicht. Keine Ahnung, was man da machen muss. Kann auch nicht. Ich raste nicht, was man da... Also mit Commands, wenn du was reinschreibst, kriegst du eine Command-Liste. Aber ich habe keinen Plan, was macht. Wir sind auf jeden Fall bei... Bei den... Ja... 494er Raum, sehen wir. Ist hier noch irgendwas Alter. In dem Raum? Geh mal auf die Map und du weit weg scroll, Alter. Dann siehst du, wie groß die Map, die Karte ist. Oh lol. Ist groß. Das ist sehr groß. Ich schau halt mal die Regale mit Taschenlampe durch. Ich hab hier irgendwo noch was, ist das vielleicht mitnehmen können? Gebt euch immer noch Enter für Dings da, für Stop-Alarm? Ja. Was muss ich das machen? Ah, nun. Versuch mal mit Alarm irgendwie einzugeben oder so. Vielleicht gibt er dir Info, wo es ist oder so. Restart for Map und Details, alles klar. Oh, da. Was gefunden oder was? Ja, so halb. Und, was macht dein Computer hier? Nichts. Ja, schon wieder die nächste Tür auf. Nein, ich guck mal. Nein. Hör da draußen irgendwas, mach mal wieder zu. Ja, da war ein kleines Monster rechts, einer geradeaus. Ja, mein. Kein Bock auf Fight. Ich das langsam auch nichts mehr durch, wie das genau wird mit dem... Ach, schön, dann bin ich wenigstens der Einzige, der nicht durchsteigt. Vorne sehe ich einen Zombie. Wo? Oder ist irgendwas leuchtet? Ich sehe schon, ich komme nie reingestürmt oder so. Und help, Alarm is not run sent as a command. Soll ich zumachen? Ja, mach's. Bist du jetzt sicher? Ja, dann kann ich wenigstens Licht anmachen, weil sonst kann ich ja nicht Licht anmachen. Ich weiß, wenn ich in Ruhe durchsuchen habe. Wieso, du kannst ja dann lospam. Alter. Was macht dein Computer? Nicht viel, wa? Der ist an. Alter, ich blick das auch nichts mehr durch, Alter. Ich hab's auch probiert, es ging nicht. Kannst mal List schreiben. L-I-S-T. Da kriegst du dann lädt bei dir was. Ja, was brauchen wir? Ah, okay. Okay, da haben wir die Daten. Brawl 494. Welches Tor waren wir da, wo wir den Alarm ausgelöst haben? 49. 49? Ja. Gibt's nicht. Geh davon aus. Da müsst ihr nochmal nachgucken. Okay, warte mal. Weil ich habe da jetzt eine Liste, Tor 494, Tor 286, Tor 2. Dann fang schon mal oben an, deaktivier schon mal alle. Von oben an und ihr macht alle. Das geht ja noch weiter runter. Ja, ja. Nicht, dass der deaktiviert und dann anstatt zu deaktivieren, macht es an. Ja, muss er gucken. Okay. Na, auf den Raum waren wir, da brauchen wir auch nicht gucken. Da muss ich drüber gehen. Was hast du gemacht? Irgendwas ist passiert. Lade ich die Liste neu. Alter, verschwendet von einer von mir. Eh nix, wenn ihr da vor mir rumeiert. Alter! Aussehen kann man die gar nicht deaktivieren, sondern man sieht nur die Liste. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich, keine Ahnung, ich raff das Ding nicht. Aber das sind jetzt die Commands, das was. Hier steht ein Zombie, ne? Hast du gesehen? Gott.
Locker 772. Geh ruhig vor. Ja, der Leute, der muss stehen bleiben. Wenn der so lange meinen Rücken frei hält, habe ich nichts dagegen, dass der das zu machen. Und da vorne ist noch einer hier schon. Alter, durchgeknallten Affen. Zurück. Oh. Bitte. Ey, ich muss ja gucken, wer getötet ist, und ich muss ja die Idioten killen, Alter. Oh, Licht. Sonne 52. Boah, 200. 52. Boah, 52. Warte mal. You need keycard Kiwi 344 to unlock. Okay, dann gib dir die Key-Nummer ein. Warte, ich noch ein Zombie, stehen bleiben. Haben wir Security Key Red 433, Security Tall Life 509, Score 344. 545. 344. Da ist er. Ja, mach Licht aus. Ist aus. Also Tor 345. Warte, ich schleife mich langsam hinten an. Nein, nein, ich bin ja Glitter. Okay. Will nicht. 345 habt ihr gesagt, ne? Ja, ich kann aber gucken, schnell nach vorne. Ja, ist kein Command. Ja, 344. Okay, okay, Kurs, dann ja. War noch so eine große. Ne, hier kann man direkt öffnen, hier ist Knopf. Ja, aber das war da, wo wir vorhin reingehen wollten. Oder die Alarm ausgelöst hat. Ja. Ja. Das ist nur den Tor, also zu 49D. Kann man hier was aufheben? Ne, keine Granaten, schon wär's gewesen. Gucken auf die andere Tor. Von jetzt hier mal komme. Ja. Was ist das für ein Tor? Warte, was sagt die Map? Ah, das ist bestimmt das, wo wir gerade waren. Nur von der anderen Seite. Ja, das könnte hinkommen. Direkt da, das ist direkt um die Ecke. Ja, genau, das jetzt sind wir hier. Alles klar. Jetzt kommt das, hier darf ja nichts passieren, theoretisch. Sie fragen, wo sind wir gekommen? Von da. Da lässt sich gar nichts aktivieren gerade. Okay. Sobald irgendwas ist, verbiss uns zu Sauron, Alter. Ja. Ja, ich bin wieder gerade. Ich muss wieder alles ausprobieren, ne? Okay. Alles clear auf der Seite? Bei mir heute ein paar Zombies. Das war deine Schritte, lol. Okay, clear. Gucken, was bei der Tür passiert. Ist hier irgendwas? Na, da brauchen wir wieder auch einen Key. Sonst geht der Alarm an Zone 50, Z. Ja, genau. Crash E, aber wird der Alarm losgehen, genau. Das heißt, wir müssen irgendwie wieder machen, weil wir sonst durch die Tür nicht durchkommen. Ja, da müssen wir irgendwas holen. Oder irgendwas fällt uns. Ich mach mal jetzt ein bisschen. Sack! Bitte mich einschließen. Aber klar, da kann ich dann weiter gucken. Komm, du schaffst das. Streng dich an. Das war unser Start.
Haben wir eh am Start irgendwas nicht gesehen? Was ist das jetzt? Die Red 344. Ja, 344 ist gut. Wo steht er? Wo steht die? Die Red 344, Security. Was kannst du da mal deaktivieren, wenn jemand? Da keine war Ahnung. Was zum Ecken. Da sind wir knallhart an den vorbeigelaufen. Oh. Probier mal das aus, was ich jetzt gerade aufgeschrieben habe. Oh, Toben, komm mal her, ich hab was. Ja, ja, ja. Bist du? Ja. Ah. Kannst du den noch aufheben? Das Ding hier. So Lichtstäben, da kann man Licht rumschmeißen in dunkle Räume. Da werden wir nicht verraten. Da brauchen wir keine Taschenlampe, kann man die Leute trotzdem sehen. Stimmt. Glowstick 12. Heißt 12 Stück habe ich davon oder was? Ja, und was habe ich da? Enter Security Scan Tor. In den Raum wieder rein. Warte mal, ich habe hier so ein Ding in der Hand. Aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Okay, lässt sich nicht. Alter, was ist das, was ich in der Hand habe? Kannst du es erkennen, Tom? Torben? Das ist ein Enkiton, ne? Oh, toll. Oh. Keine Ahnung, was ich mit dem Scheiß hier machen soll. Du suchst ja was das ist. Tom ist eh nicht da. Ich kann da anfangen hier. Wo? Kannst du erkennen, was ich da in die Hand habe? Was ist das? Große Taschenlampe. Was hab ich mit der riesigen Taschenlampe, Alter? Entweder eine große Taschenlampe oder eine Kamera. Mit Lichtern oder sowas. Ja, aber also ich krieg irgendwie das nicht raus. Terminal, ja, 955. Dann bist du auf dem gleichen Stand wie ich. Ich war auch zu blöd dafür. Wer denn Informationen auf Toiletten auf erhalt. Das Ding ist das. Wie ist. Brian Harrison, United HSU und. Harrison an DNA Force Sample. Was war das? Ah, er ist geschossen, okay. Der Hargrost. Oh, Gio, schau mal. Oh Gott, hier durch die Tür gehe ich nicht. Geh mal mit dem Sensor drauf. Geh mal hier an die Tür. Also mit dem, mit der anderen Waffe, ich weiß nicht, ob du die hast, die hat so eine Kamera oben drauf. Naja, hab ich nicht. Arscht nur du. Was ist nicht der? Also ich sehe hier Zombies hinter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mindestens 20. Da reicht die ganze Munition nicht. Nein. Wie viele Zombies sind auf die andere Tür? Schaffen wir, also wenn wir da in die Tür einbrechen, geh mal zu der ganz anderen, stimmt. Was dahinter war. Da wo der Alarm angeht. Ich frag, wo ist. Was ist hinter dieser Tür und. So. Hinter welcher? Ja, in das ja. Ich weiß, dass du es bist.
Mach auf. Will nicht. Okay. Oh. Peter, ist alles clear. Aber kann es sein, dass wenn die Alarm losgeht, dass, weißt du, was ich meine? Zombie reinkommt. Es kann sein, dass da hinten, dass der Kerker von denen quasi ist, wo die alle gefangen sind. Und wenn wir den Alarm auslösen, drehen die quasi durch, brechen die Tür hinten auf, weil die kamen doch auch von hier. Dass sie dann da quasi durchbrechen hier und pushen. Das heißt, da müssen wir alle Türen zumachen? Genau, alle Türen zu. Warte mal, machst du die hier zu? Ja, wir müssen jetzt mal auf Saron warten, keine Ahnung, was er da treibt. Ja, Saron gibt's auf, ist egal. Dann müssen wir beide Türen dann zumachen. So, die Tür hier noch zumachen, zack. Dann gehen wir in den Raum, bevor wir da bis morgen früh auf den selben Scheiß hier hocken. Ja. Dann machen wir das gleich auch zu. Bevor alle durch sind. Wollen wir uns aufteilen? Einer geht hier hin, an die Ecke, und einer geht an das Ding hier drauf. Was ist das? Oh, lass es gut machen. Ja, genau, mach richtig gut zu, das Ding. Kannst du noch mehr? Nee, ne? Nein, das ist schon verstärkt. Okay, gut. Dann, Aber bei dem Video, bei der Ausführung, dieses Tutorial, was auf YouTube, da sieht man da bei der kleinen Film, dass ihr da Roboter aufstellt. Hat keiner von den Robotern auf den Boden zu stellen? Oder finden wir die erst? Ich hab dieses komische Leuchteding, bumm. Ich hab nur einen Scanner. Ah, soll ich so ein Leuchteding mal hier hinpacken, damit wir hell haben? Ey, da bringt ja nichts, da kann ich gleich mal meine Taschenlampe da rausholen. Ja, ne, Roboter habe ich nicht. Guck mal, der ist ja komplett hell. Ja. Okay, dann machen wir die Tür auf und lassen uns auf uns zukommen. Achtung. Probier mal. Ich mache und ich laufe. Bin weg. Hier, auf den Kreis. Oh, nee. Jetzt geht's los. Jetzt auf die weiße Linie folgen. Wie? Da drüben? Ich hab die. Hallo Sauron, hinter dir. Geh drauf, schnell! Ah, Leute, ich lässt mich da verrecken wie ein armes Schwein. Egoisten, Muss noch laden. Oh, Alle geht schon in die Tür, obwohl er den Schutz. Fuck. Hinter euch geht die Tür auf, übrigens, by the way, ne? Ja, bin tot. Alter. Jo. Ich muss Waffen wechseln. Irgendwo soll dieses komische Roboter sein, der man auf den Boden setzen kann. Aber wer Minen, hat es? Right. Da gibt's Minen, Geotrack, Z-Form Launcher. Bei Spezial oder was? Ganz unten, bei dem, wo du das hast. Eis genommen hast. Stunt Gun. Meinst du bei Tool C oder was? Toll, ja. So, was ist das hier? Okay. Jetzt weiß ich, der Torben hat einen Bio-Tracker. Damit kann er durch Türen oder Wände gucken, wie viele genau. Monster dahinter stehen. Das habe ich ja eben auch gemacht, ja. Dann gibt es einmal diesen Minen-Top-Play. Das ist einer, der wo Minen, also Explosions-Minen ausspeist. Bio-Tracker, Minen, Price Sunny, Sunny Gun, Sari. So, Prost, Sunny, Sari. Einmal ein Shot. Shotgun, Sari Kappei. What? Ich hab beide die gleiche Waffen da unten. Tu einer was anderes nehmen. Ja, beide diese Dead-Tag-Option, das reicht, wenn einer das hat. Nehm ich das, was auch immer das ist. Na, ich nehme mal hier. Innen. Ja, jetzt haben wir wieder die gleiche. Nehm ich eine Sniper.
Das ist egal, dann ist es besser. Ne, Sniper bringt ja nichts. Aber das ist besser, wenn ihr beide irgendwie so Maschine habt, den ihr auf den Boden machen könnt. Dann haben wir doppelte Schutzkraft. Ja, aber du brauchst. Ja, wie gesagt, du brauchst aber trotzdem einen Bioscanner, weißt du? Dahin zu gucken, wie viele Monster dahinter stecken. Es ist doch scheißegal, wir können das auch so machen. Oh Gott. Probieren wir das andere aus. Was hab ich jetzt? Oh Mann. Nee, das ist eine ganz andere. Okay, ja, okay. Gut, dann los. Weil ich hab das Ding, um die Tür zu verstärken. Ja, diesmal wissen wir jetzt wenigstens, wie es geht. Ja, bis auf den Computer, da stecken wir immer noch fest. Wir laufen einfach rum, wir machen alle Zimmer sauber und fertig, alle Räume. Was machen wir? Alle Räume sauber. Von deine Scheiße auf dich. Irgendwo ist eine Karte zu finden, die wir dann benutzen müssen. Du musst irgendwas finden in der HSU-507 Key. Ja, aber oder wo was? Ist es? Das soll ja stehen, welcher Ort es ist. Das ist echt schwer, das hat sich in sich alles, das Ding. Lass mich raus, ich will raus. Jo, Karussell. Ja, lass mich weg. Ah, da ist was. Ja, das war da, wo diese riesige Taschenlampe hatte. Ja. Mal sehen, was da drin jetzt ist. Ja, Tom, du brauchst nicht hingehen, wenn der da schon da drauf ist. Also. Gehackt. Geier. Gut. Ne, das ist was anderes jetzt drin. Armor-Paket. Munition ist das. Ah ja, dann nimm doch. Ah ne, ich. Ja, nimm doch. Hammer. Was ich nachher brauche, wenn ich da diese komische Eisbälle ballern, weil da habe ich nicht so viele. Dann gibt's schon ein bisschen Armor. Ja, Tom, du kannst den oberen Schrank da hacken wieder. Oder? War das der oben, der Schrank? Ja, ich gehe da hoch. Gehst du hoch? Ne, da ist ja kein Schrank mehr. Wie? Ja, kein Schrank mehr. Hey, die jedes Mal, wenn wir neu starten, tut sich der Schrank verschwinden. Woanders da. Trotzdem werde ich alles. Jungs, so. Da ist was. Was ist das? Einem Pick-Upgrade E-Form. Irgendeiner hat von euch eine C-Form. Wo sehe ich das? Hier hat E-Form gehabt, genau. Dann gibt's einmal einen Glow des Sticks. Das ist diese Beleuchtung für den Boden. Warte, ja, habe ich, glaube ich. Kann irgendwas auf den Boden setzen, ja. Ja. Nein. Was hast du? Kann irgendwas hinsetzen. Da ist ein Pfeil und darüber ein Ausrufezeichen. Ja, ich weiß, was meinst. Robert sind geflimpft. Der ist geil, Alter, der ist geil. Das kommen wir nachher gebrochen. Alles gut. Da können wir theoretisch jetzt schon fast hin, weil da drüben hatten wir ja nichts, was wir brauchen, oder? Wenn jetzt jedes Mal die Räume ändern. Okay, die Räume werden sich nie ändern. Das Einzige, was sich ändert, sind nur die Schränke. Ja. Ist das gleiche auch das Raum ändern. Ich hab da noch einen Schrank, ne? Was habt ihr gemacht, Leute? Wow! Verpiss dich! Jo! Was ist Viech? Habt ihr kein Radar, ihr? Nein! Deswegen sage ich, wir brauchen einen Bioscanner. Wir wollen nicht wissen, wie viele Monster da sind. Deswegen wahrscheinlich auch 4 Spieler insgesamt. Das eine ist Bioscanner. Im Schrank ist noch was. Was haben wir da? Tool Rifle Paket. Hat einer von euch Tool Rifle Paket? Ja, ist mit. Hab gut. Grad Platz dafür. So, hier in dem Raum waren noch Zombies, glaube ich, oder? Ja, dann hier mit Scheiße schnell. Taschenlampe aus. Oh ja. Oh, wow. Oh, das sind jetzt mehr geworden, ne? Das sind 3. Ich bewege, nicht bewegen, nicht bewegen! Oh Mann, du mein tut weh. Wie oft denn noch? Rückzug, Rückzug. Oh, das Ding auf dem Boden. Die wollen durch, die kommen durch, die kommen durch. Ja, ich habe eine ganze Armee vor mir gerade. Ich hab weggerannt.
hab einen Zombie. Oh Gott, ich muss nachladen. Oh, Hilfe. Alter. Angegriffen. Wir haben alle. Ah, Leute. Komm. Okay, jetzt können wir einen sicher sein, der Raum ist hier. Okay. Ich verstehe es nicht. Guck mal, jetzt sind alle Türen scheiß kaputt, ey. Keine Verteidigung offen, von nachher. Ist der offen? Der ist nicht kaputt. Nein, die muss nur wieder geschlossen werden, wenn nicht. Okay, da ist noch was. Gott, wo? Vorhin gehe ich alleine, Alter. Mag ich sie alle down, Alter. Lass ich euch alleine. Was ist das? Das ist die riesige Taschenlampe. Das ist schlimm. Kann ich die mitnehmen? Ich weiß es nicht. Nee, lass sie doch, bevor du da was anderes willst. Ah, hier ist noch was. Da hab ich auch noch was zum Hacken. Schau mal, was drin ist. So, weißt du, was das Ding macht? Das mit dem Pfeil in der Ausrufezeichen? Du musst das mit E hinsetzen. Ja, was macht das? Keine Ahnung. Okay. Ja, dann laufe ich jetzt mal zu Gio. Ja, ich muss wissen, was das macht, wo ich das hinplacen muss am besten. Jungs, deswegen... in der Kiste ist noch was, ne? Ja, ich kann es nicht mitnehmen, ich bin voll. Alter, ich habe noch 37 live, alle. Kann er von uns irgendwie sein Medikit oder so? Nee. Nein. Leider auch nicht. Ja, die Granate habe ich ja schon. Gut, dann weiß ich, was ich als erstes mache. Dann Tür zu, mach mit Slime full das Ding. So. Und ich place so ein Ding, ich weiß nicht, was es macht. Ah, einen Roboter habe ich. Ja, Leute, ist es nicht besser, dass ein Roboter hier steht, da wo wir sind? Und der andere da steht? Willst du den hier wegnehmen? Weil meiner steht ganz gut mittig gerade. Nee, der ist zu weit nach vorne. Du weil meinst, die rennen rein. Wir kriegen das Ding wieder hoch. Mit E. Ja, ist genau da, wo du bist, Kaschin Zetten. Ja, gut. Nee, ich meine der Sauron. Ja. Noch weiter hin? Ja. Das Problem ist, das hat natürlich keine kleine Ranch, ne? Es ist egal, ich baller jetzt meine Klubber-Dinges hier vorhin, da bleiben sie kleben, ja. Erstmal. Da. So, alles klar. Warte. Hier aufgemacht? Was ist das? Das war Eis. Ja, was mir jetzt auffällt, das sind ja so eine Laserstrahlen theoretisch, die in eine Richtung zeigen. Macht es vielleicht Sinn, einen hier hinzustellen, der so geht und einen gehen. Weil wenn sie dann ja hinten sind, haben keiner irgendwas im Griff. Ja, der macht jetzt auch nicht, der guckt ja auch nur nach vorne, deswegen das meine ich. Ja, das deswegen habe ich ja die Dinger reingeballert. Okay. Hast du gemacht? Okay. Ja, erstmal hier alle. Achso. Ich gehe gleich nach dem hier drüben. Wo ist der? Da steht hier. Einer. Ja, an der Tür, ja, an der Tür. Bin. Geht alle einfach rein. Und abhauen unsere Tür da hinten. Warte. Der geht gleich auf. Achtung. Nehmt eure Maschine. Schnell, Maschine holen. Ja, ihr müsst. Nein! Aua. Oh Gott. Ja. Werden die Dinge erst stehen lassen sollen. Und erst die aufräumen lassen. Bin tot. Wer ist gibt's? Das war ein Fehler, wir hätten die Maschine erst stehen lassen sollen. Und erstmal abwarten. Ja.
Ja, aber ich konnte die Tür nicht zumachen, weil die Leute noch da hinten warten. Und die Tür sollte man dann wieder zuschließen. Und wenn ihr die Maschine mitnimmt, wir machen die Tür zu, kann man die Maschine woanders hinsetzen und warten, bis sie reinkommen und dann von alleine wieder sterben. Sonst wären wir nur überrumpelt, oder nicht? Maschine hätten wir erstmal stehen lassen sollen. Hätten wir erstmal die Zombies killen müssen. Dann setzt ihr die Maschine bei der Tür. Aber dann machen wir die Tür zu und dann bleiben sie da hinten geblockt, weißt du? Und dann konntest du die Maschine die Dinger kaputt hauen. Ja, das ist gut. Dann lassen wir die Maschine Querfeuer machen. Einer vorne und einer, der nach hinten guckt, wenn sie reinpushen. Ich will nicht mehr. Wir kommen nicht mehr hin. Ja, hängt mich dann gleich im Punkt die ganze Zeit. Das ist nicht lustig. Ja, du sagst es. Na, dann wissen wir also, wie es geht. Einfach schnell überall durch, die Dinge aufmachen. Jeder weiß ja, wo die Zirka liegen. Aufpassen wegen die Zombie da vorne, Minion. Bei mir sind auch direkt welche. Ja. Oh Gott. Oh Gottes Wille. Und wer musste wieder nach vorne pushen? Natürlich der Torben. Ja, sitzt deine Maschine, Torben. Aber was wartest du auf Weihnachtsmann? Du hast auch die Maschine, oder nicht? Ja. Ja, oh Gottes Willen. Ja, komm. Ist schon rum. Puh. Gedankenlos einfach reinrennen. Leute. Okay, der Raum ist clear. Hä? Irgendwas gehört? Ich auch. Also, ich hab was gehört und... Wow! Ja, das... Okay, wo soll ich meinen Roboter platzieren? Einer hier, der in die Tür guckt. Der in die Tür, okay. Und dann auf... Dahin. Und der von Torben nicht, von Sauron hier. Meinst du in dem Radius circa? Du ja, weißt genau. Ja, wo die grünen Dinger lang gehen. Der hat nicht ganz hier rechts. Ja, Torben, ne? Sauron hier. Ihr Setten, da machen sie Feuerschuss, weißt du? Wenn der an die Tür kommt. Dann hat er genau die ganze gerade, um wegzunutzen. Gio, schau mal hier, der macht nicht ganz nach rechts. Wenn ihr ein ganz kleines bisschen umsetzen, weil er nicht ganz ja, nach rechts. Ja, klar, rechts aber ich weiß die Richtung. Ich geh mal kurz in den anderen Raum ja schon. Waren die Zombies nicht in einer Richtung, dass sie nicht von da gekommen sind? Ja. Sind ja von der Tür gekommen, also musst du die ganzen Maschinen dahin pflanzen. Weil wenn die da durch sind, ihr sind, haben wir keine Schutz mehr, muss man selber schießen. Und so haben wir mindestens eine Maschine, der uns hilft, die Jürgen zu kehren. Okay, komm, let's go. Deiner da hinten. Der die verletzen tut und wenn sie reinpushen, ist der davon Torben, dass er die kaputt macht. Muss er nicht mal Dings da machen. Raum hier sichern. Ich probier's mit dem Scheißding jetzt nochmal, statt so voll. So, was. Bummans. Ping. Okay, gut, das ist das Falsche. Ich hab da Armor-Paket.
Ist. Ja. Box. Ich. Was? Komm, ich hab hier ein Geräusch. Hörst du das? Achso, ja, das sind dann deine Laserdinger, ja. Okay, hier ist komplett clear, da ist nichts. Hinten an der Kiste ist noch was. Da hab ich für euch gehackt, schnell. Was ist da drin, Sara? Raffle-Paket. Bin ja mal überlegen. Gibt es eine andere Türe, die wir eher gleich schließen können? Eigentlich nicht, ne? Praktisch wäre, wenn du Tür und die andere Tür mit Eis machst. Oh. Ja, ich habe so viel Munition auch nicht, weißt du? Kann ja die zereisen. Was habe ich gemacht? Der läuft durch, was ist denn jetzt passiert? Ah, ist 796 müssen wir find and trust and unite HS. Okay. 796 and refen DNA. Kommt da, kann ich die Tür auch ein bisschen vereisen. Aber rein hier. Gut. Ich hoffe, ich hab noch Muni. Warte mal, beladen. Jawohl. So, hast Munition. Ja. Okay, Moment. Ich hab keine Muni mehr. Kann mir jemand Muni geben oder so? Hat da jemand? Das ist das letzte Amor-Pack, ne? Alles klar, gut. Dann behalte ich die. Gut, Jungs. Jetzt haben wir drei Türen verheizt, also. Sagt mir nicht soll. Ja, kann schon. Jo. Alle rein. Boah, ich hab gar keinen Bock. Aber jetzt zählen. Jo, ich renn zu dem hier drüben. Okay, du gehst hier. 20%. Ey, die sind schon bei der Tür, Alter, wie schnell waren die? Wir sind durch? Ja. Auf die Scheiße, die sind noch damit durchbrochen, ne? Wir haben's gleich. Laufen. Wohin? Hier ist ein Raum offen. Hier können wir zuschließen, theoretisch. Wenn wir reingehen und dann wieder zumachen. Ja. Okay. Alter! Mal. Komm durch, komm rein. Mach zu. Ist zu, weiter, schnell zurück. Wir rennen da irgendwo weg, ne? Hier geht's nicht weiter, Sackgasse. Gut. Ich hab gerade ein richtiges Problem, Jungs. Hey, Bitches. Rest Blei. Ach, Schluck, aber Alter. Hier ist clear, wir sind durch. Komm zu uns hoch, falls noch jemand bei dir ist. Alter, ich hab dir gerade eben alle alleine eliminiert. Ich nehme unseren Roboter. Ah, leck mich. Ist da drin? Keypray 771. Keypray Primal 771. Ah, alles klar, dankeschön. Okay, der Raum ist safe. Aber nee, das war gut mit der Kreuzfeuer, mit den Dingen. Der Raum ist nichts. Okay, jetzt noch eine Tür. Wie war's da unten, Saron? War nichts, oder? Ich hab, wie gesagt, ich hab mich jetzt erstmal auf die Viecher konzentriert. Okay, da ist nochmal ein Alarmraum. Würde ich erstmal die ganz normalen Türen durchsuchen. Ja, deswegen gucke ich mal hier rum.
Mach auf. Hat irgendwer so ein Ding, um zu gucken, ob da Zombies hinter sind, meine ich? Nein. Oh shit. Das ist das, was ich gemeint habe. Wir brauchen eine. Achtung, das, was da ist. Hier ist noch mein Computer. Warte, warte. Mach Licht aus, mach Licht aus. Oh, Gott. Warum hast du denn geschossen? Weißt du nicht, ein, mach das wieder Ding in unseren Raum, wieder in unseren Raum, wieder in unseren Raum. Zurück, komm. Also durchbrochen. Mach Maschine rein, Tom, Tom, Maschine, Maschine. Ja. Das war's, ist vorbei. Ne? Bald habe ich keine Munition mehr, ne? Ja, deswegen, benutzt die Maschine. Ja, kann euch nicht alleine lassen, Alter. Krieg ich einen Netzkasper, weil ich weg bin. Macht doch langsam. Lasst euch verfickt nochmal Zeit. Und nicht pushen, pushen, pushen. Bringt nichts, wenn wir verrecken. Muss wieder von Null anfangen. Warte, ich place mal so ein Ding erst, bevor wir da irgendwas machen. Ja, so viel Munition hat die Maschine auch nichts mehr, ne? Da ist was Großes drin. Lass die Maschine erstmal stehen. Ich nehme sie mit, warte, ich gehe schnell zurück. Ey, da ist gar nichts drin. Was war das für ein Geräusch, was ich gehört habe? Okay, da ist nichts. Safe. Okay. Da läuft vieles. Hörst du es? Laufen viel. Das heißt, wir stellen unsere Maschinen auf. Taschenlampe aus dann. Laufen nicht schnell mit der scheiß Taschenlampe. Ganz doofe Idee. So, ich glaube, ich die ganze Tür ab. Ja, bitte eure Maschine setzen. Klar. Dann lass erstmal zurück, dass die Maschine erstmal alles macht. Da ist was. Ja, was? Der Seite, wenn es reingeht, ist gleich was. Oh Gottes Wille, was ist denn das? Was denn? Ich komm runter. Was ist das auf. Alter, Schwänze oder was? Wo? Oh. Pass auf, lass dich nicht. Guck mal, der ist riesig. Lol, ich hab ihn kurz gesehen. Ja, der hat so Tentakel. Guck mal. Alter, leck mich auf. Also, glaub mir, wenn soweit irgendein Zombie kommt uns entdeckt, ich lauf direkt nach oben, dass unsere Maschine das machen. Ja, Deswegen sagen wir, hätten Biowaffen, Bioscanner benutzen sollen. Das Ding ist, wir müssen, das ist das Problem dabei. Ich will nicht, aber wir müssen, glaube ich. Ja, lass mir ein bisschen Licht hier drum verstreuen. Wieder, nein, schnell. Hol sie mir raus. Gar keinen Bock da rein, ne? Ehrlich nicht. Guck mal, die Stängel, was er da macht. Ja. Vielleicht leicht rein? Das sind verdammt vieles. Guck mal, das werden habe ich Licht reingeschmissen. Guck mal, wie viele da sind. Ja. Gibt's keinen anderen Eingang? Nee. Das war der einzige, glaube ich, hier oben. Sonst müssen wir irgendwo ganz anders probieren. Wir schauen mal danach, wo die Zombies hergekommen sind. Mach das Ding. Wo kamen die denn her? Ist das Problem. Okay, meine andere Tür ist mir dazu. Hier hinten noch. Da müssen wir gucken. Nichts mehr. Oh, da waren wir, da war nichts. Aber hier unten, da ist nochmal eine Tür bei der Treppe. Schau mal in eine andere Richtung. Okay. Hier was ist ein Computer. Das gleiche wie oben. Soll ich mal probieren, ob ich da was machen kann? Guck mal, das zu knacken. Langsam. Ja, was? Ich soll pushen, Alter.
Scheiße, verkackt. Irgendwas ist da unten, aber ich kann das noch nicht anordnen, wo. Ja, diese Knitscher, weißt du, was sie da machen? Da unter die Treppen, oder was? Was sagt aber nicht, wenn? Unter dir, irgendwo, unter dir, guck mal, über dir, guckst du mit Taschenlampe, über irgendwas ist da oben. Über mir ist nichts, ne. Dann ist es unter dir. Das ist ja die Treppe, ne. Ich komme mit der Pumpkin runter. Okay, da sehe ich gerade einen Fuß. Hier ist eine Leiter nach oben. Ja, und ihr schwarz zum Hacken. Sind das so Geräusche, Schrittegeräusche, was ich da höre? Von dem Raum bis hierher, oder was? Wechsel schnell mal. Da muss es ja ein Riesenmonster sein. Aber stimmt der mit der komischen Antenne da, der Oktopus? Tom, du musst rennen. Du musst rennen, nicht gleich zu rennen hinterher. Ja, ja. Sonst hätte ich mir gesagt, Raum ist frei, aber wir haben die ganze Zeit Geräusche gehört, Mann. Gleich bei dir! Ich brauche eine Zigarette, Alter, Mann. Jetzt macht es nicht mit, Alter. Morgen Krankenhaus mit Herzinfarkt. Also, schauen wir mal was. Oh, Medikit! Einmal frei. Einmal einzacken. Braucht ihr noch Heilung? Ja, ich bitte, ich hab 20 nur noch. Ja, Saro, du brauchst das Auto, ich 54, ich hab 77, ich bin noch gesorgt. Ja, jetzt habe ich 40, ist also gut. Ja, aber du siehst es ja bei ihm, okay. Wie viel Leben der hat, Saro. Wenn ach, du da, aufs, ja. Auf seinen Namen. Also, wie es scheint, gibt's da noch einen. Da rechts noch eine Leiter, ne? Da rechts geht noch ein Gang. Oh, oh, und da ist Geräusch. Taschenlampe aus, Leute. Negativ. Ist nix, falscher Alarm. Ne, wir meinen hier, in den Raum hier, wo wir sind. Das sind lauter Schritte, pass auf. Mach das Schlampe aus. Hier nichts. Doch. Oh oh. Warte, ich muss was rein. Da leuchtet was, wie kann ich markieren? Ja, warte. Da hinten in der Ecke liegt da was. Schwerf da mal rechts was hin, ja, genau. Ah, okay, danke. Ja, schön bleib, schön bleib. Wie langsam hin, ich bleib hinten und gib Deckung, dass ich ihn abschießen kann, falls was passiert. Ja, oben ist nur der Dicke, ne? Kann man nicht bewegen, der leuchtet. Das Problem ist jetzt, wenn jetzt wir Alarm auslösen, durch die Zombie, kommen alle. Dann sind wir am Arsch. Können wir da hinten in die Ecke? Ah, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen! Ja, die ist spielst du cringe. Ja, meine. Ich komm zurück, mach die Tür gleich zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu! Jetzt, zu. Ich hab's noch gesehen. Was war das für ein Riesenmonster? Keine Ahnung. Das war der Oktopus. Der von Spider-Man, Alter. Doch, der Oktopus. Da kommen wir auch nicht rein. Ja, shit. Alter. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir oben probieren. Ja, weil ihr kommt schon überhaupt nicht. Aber warte mal, hier war noch eine Leiter. Hier, komm mal mit. Ja, irgendwo noch eine Leiter ganz hinten durch. Ja, dann kommst du aber wieder darüber. Ja, dann kommst du wieder hoch, da wo wir waren. Meinst du? Da, von wo ich und Sauron runtergekommen sind. So. So. Unten ist noch ein Töler. Ja, da haben wir auch noch eine Tür, ja. Das ist mit Alarm. Das ist mit Alarm. Also in einer von den Raum da hinten ist bestimmt so eine Karte für den Raum. Oh, safe zu 100%.
Ja, müssen wir uns irgendwie durchschlagen jetzt. War das ja eine Kacktür? Warte mal, Map. Die war hier bei mir. Hab's so. Wo bist du? Wenn du die Treppe zurückgehst. Ja, drück mal mittlere Maustaste zu markieren. Bei der Tür. Dann ist es für uns alle sichtbar. Alles klar. Taschenlampe aus. Die Roboter stehen auf jeden Fall noch. Alles klar. Taschenlampe aus. Ich bleib mal oben. Er platziert den Roboter auch wieder. Okay, let's go, Joe, mach auf. Oh, der ist auch der Oktopus, ne? Ich höre den jetzt schon. Und ich weiß nicht, ob das eine ist und die Räume sich verbinden oder ob das zwei sind, das ist ja die große Frage. Ich denke mal, dass beides Räume sich verbunden haben. Alter, ich krieg schon Gänsehaut, Alter. Wir wissen das jetzt, Alter. Irgendwie durchziehen. Oh ne, Alter, da unten sind so viele. Warte, nicht bewegen. Da unten sind mindestens fünf. Safe. Du sollst das Octopus-Ding nur bummeln. Ja, ich muss mir das mal bücken, sonst erwischt er mit seinen Octopus-Fingern, dann weiß er, wo ich bin. Was soll er, bis es wieder reinzieht? Okay, hat es zurückgezogen. Jetzt hat die Tür zugemacht. Er schmeißt wieder mit seinen Dinger. Ich muss warten, bis er die zu hat. Rein theoretisch, was würde jetzt passieren, wenn wir die Dinger da reinsetzen? Sehen die das Licht von den Werfern hier? Ne, aber die Werfer tun den erschießen. Wenn die den erschießen, löst der Alarm aus. Da kommen sie von hinten und von hier vorne. Also hätte ich gesagt, platziere ich einen so, dass er die Treppe im Blick hat, falls sie hier hochkommen. Aber ja gut, dann leuchtet er rein, ne? Ja. Okay, dann ist gleich weg, weit weg. Ah, pass auf, pass auf. Sag, wenn ich kann. Warte, nicht schießen. Wir müssen alle mit den Armen zerfetzen. Aber ich warte nur, bis der Oktopus da um die Ecke geht. Dann kann ich der untere anhämmern. Warte, ich nehme auch Hammer in die Hand. Der rennt noch. Ich nehme Waffe in die Hand, falls was passiert. Habt ihr den Blick? Nice. Und der andere geht wieder auf. Ja, ich will mal kurz warten. Ja, warte, stopp! Wieder? Habt ihr gesehen, denn da oben? Auf die Treppe? Ne. Das ist schon die legale Scheine, der hat einen roten Kopf gerade. Ah, da. Achtung! Hagelding, das ist cringe. Warte mal. Ah, ganz oben meinst du, ja, jetzt sehe ich noch. Und einer ist ja auf der rechten Seite, den muss ich gleich dann erwischen. Weißt du, wir schaffen an den oberen vorbeizukommen, weil da unten ist auch noch einer. Warte mal, ich schmeiß das Ding dahinter. Ja, ich schmeiß das Ding da hinten. Ist klar. Da hinten ist auf jeden Fall einer, safe. Ja, das sind dann insgesamt zwei solche kleinen Kackviecher, ach, ne? Steht da rechts irgendwo ist auch noch einer am Regal, da leuchtet er jetzt. Ja, den will ich ja schon mal erwischen. Ja. Achte auf der da, oh, na, der, okay, der kommt nicht. Habt ihr auch den da unten im Blick, rechte Seite? Ja, als er kommt? Ja, der auch Regal, der leuchtet, ich muss stehen bleiben. Ach, mach der da oben bitte. Der obere ist clear. Und sag mir dann Stopp, wenn er leuchtet. Ja. Hat aufgehört. Leuchtet! Aus. Zwei von den Scheißviechern. Ja, einer habe ich jetzt ausgeschaltet hier. Jetzt muss ich auf die hintere gehen. Ich muss gucken, was der mit seinen Tentakeln macht.
Wenn er herkommt, muss ich auch hoch. Oh, der leuchtet, da oben. Ja. Okay, der kommt. Ich muss mich verpissen. Ich muss warten, bis er wieder zurückgeht. Die Frage ist aber, wie viele Hits er braucht, dass das große Ding stirbt. Keine Ahnung. Achtung. Da oben, lass ihn nicht erwischen von den Dingen. Langsam bewegen, weil hinter dir ist noch einer. Hier kommt die hoch. Oh, Achtung, Achtung, hinter dir. Oh. Deswegen komm einfach hier, wenn du kannst. Boah, ganz knapp, Alter. Das heißt, ich hätte mich fast erwischt. Der muss jetzt. Er ist weg. Ja, der macht. Wir müssen warten, bis er wieder in die Regale geht. LOL. Auf GTA ist ein Hacker, Alter. Ich hab gerade über 1 Million Euro. Dann geh raus, Alter. Dafür kannst du auch gebannt werden, permanent, ne? Warte unterwegs. Okay, ich geh lieber raus. Wer sollte uns seinen Account verloren? Schon? Ja. Ja, der Geld auf seinen Account gekriegt von scheiß Mordor. Ein Tag später hat er ein permanentes Bann gekriegt. Alter. Nee, ich geh jetzt wäre ich nach Hause. Jetzt hab wir ich das Geld. Wir müssen was machen, weil tatenlos kann man nicht rumstehen. Ja, wir müssen warten, bis der Spaß wieder geht. Da kann ich die Intro erledigen. Wir müssen einen nach dem anderen erstmal langsam machen und dann bleibt da nur den Dicke hier. Da kann man zu dritt auf den Dicke. Wenn wir, genau das meine ich nämlich. Wenn wir uns alle zu dritt an den anschleichen. Aber erstmal muss man die Kleine wegmachen. Wenn wir die Großen gehen, haben wir noch die Kleine am Nacken. Darum geht es ja. Deswegen muss ich noch einer hier erstmal wischen. Der leuchtet. Deswegen ist jetzt was besser, wenn ich runterspringe, Alter. Oh, er kommt. Oh Gott. Runtergesprungen. Wo bist du? Ah, da. Oh Gott. Der kommt gerade zu dir. Läuft der Richtung zu mir oder Richtung Regal, Alter? Oh Gott. Okay, der ist gerade in deiner Richtung. Ist direkt grad unter mir, oh Gott. Der läuft weg. Jetzt war ich runtergesprungen und hat er mich gehört. Leuchtet wieder. Okay, die Arme kommen nicht bis zu mir. Okay, ich versuche mal die Arme hier zu killen. Licht aus. Leuchtet. Das sieht aus. Achtung! Bin da gekommen. Oh Gott. Ja, ich stehe in den Regal. Wo kommt der denn auf einmal her? Okay, der hier habe ich down. Jetzt aber nur der eine bei dem Regal, ne? Und dann haben wir dann den großen und der da oben, der explodiert. Genau. Achtung, der kommt zu dir. Ja. Der ist bei dir in der Nähe. Das war knapp. Ja. Sag mir, ob der rechts oder links dann von mir läuft. Moment. Ist der Schild noch genau gegenüber? Ich kann's nicht sehen. Wenn er aus ist, ich sehe ihn nicht mehr. Ah, Achtung, der läuft an dir vorbei. Oh Gott. Beweg mich nicht. Der kommt hier hoch. Oh. Alle. Scheiße. Muss ich noch dann auf den Regal erwischen. Spring schon mal runter, da wo ich gesprungen bin. Sag mal, hinter dir, spring schon mal runter. Wenn der nochmal hierher kommt, gehen wir alle drei auf ihn drauf. Warte, ich packe den Hammer aus. Ja. Sag mir Bescheid wegen der oben auf dem Regal. Kann ich hier stehen? Ja. Dann versuche ich den unteren zu holen. Sag uns, siehst du der da oben auf Regal? Der den einen unteren? Ja, der untere gehe ich jetzt hin. Die oberen sehe ich, ja. Alles klar. Ja. Sag mal, wenn das läuft, da kann ich stehen bleiben. Alles gut. Warte, da hat seine Fülle gerade ausgeschickt. Achtung, der kommt in deiner Richtung. Scheiße, abhauen. Warte, oder? Warte, nein, noch nicht. Nee, hat sich wieder beruhigt. Lager hat sich wieder beruhigt. Okay, runterspringen, wenn der kommt, wollen wir denn.
Ist mich hier dran? Ja. Achtung, der kommt in unsere Richtung. Sag mir, ob er links oder rechts von mir kommt. Der kommt ja an die Treppe hoch. Rechts vor dir. Pass auf. Oktopus. Dann haben wir nur die zwei Zombie hier. Oder zwei Monster. Ja. Der und der da oben auf Regal, aber den kriegen wir dann down. Achtung, er hat sich wieder eingezogen, er kommt ja. Auf unsere. Ja, er läuft. Ich stehe da, nee, gehen wir zurück. Oh. Auf. Lanzer verfolgen. Sobald er die Dinger wieder. Ah, pass auf! Sobald er die Dinger reinzieht, greifen wir den an. Laufen wir oder gehen wir? Schleichen. Ach so. Noch vor dir, ne? Direkt. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Zugriff. Aua! Hä? Hey, Treppe! Scheiße, hinter uns auch! Hinter uns! Oh, hinter uns, oh Gott, wir sind am Arsch. Ne, wir sind nicht am Arsch. Bleib hier, komm zu mir. Komm, zwei Schuss. So, ihr bleibt, bleiben wir hier hinten. Auf. Noch einer? Keine Munition mehr. Die komplett leer. Meine Waffe. Hallo, noch Hammer. Pass auf. Halt es mit der. Hab ich. Okay, pass auf. Oh. Der wirft irgendwas. Achtung. Der ist richtig wieder. Noch kurz ein AP. Geh deck mit dir. Hat jemand Medikit für mich? Nee. Hey, warte, bleib nicht ganz vor meiner Nase, Porca Butana. Wer ist das? Achtung, er wirft wieder. Ey, ich hab aber zum Schießen, aber wenn einer die ganze Zeit vor meiner Nase steht, dann kann ich ja nicht schießen. Das Ding ist cringe, ey. Nicht schleichen, steh auf! Jawohl. Jetzt haben wir nur den Dicke vor uns. Ich hab keine Munition mehr. Ja, warte. Und nur 20 HP. Was selber machen kann, ist, wenn er rausgeht, runterspringen, auf den Kopf direkt hauen. Ich place mein Ding um. Achtung. Halt kurz Schach. Ich hab 5 Schuss noch. Ich hab geplaced. Und was ist mit meinem anders? Der leuchtet auf einmal nur grau anstatt grün. Du hast keine Munition mehr. Gut, ja, dann musst du dann umsetzen. Setz du dann um. Setz. Achtung. Oh Gott. Kein. Ja, Gott, er kommt. Komm alle hier hoch. Ja, ich bin down. Aua. 8 HP. Ja, ich schlauch dir euch. Ich bin tot. Okay. Ich bin down. Oh, nee. Ich auch. Scheiße. Jo. Also du brauchst wirklich 4 Mann, um das durchzumachen. Ja. Wir brauchen einen 4., der gucken kann, welche ja. Dinger dahinter sind, welche Zombies. Also ich glaube, sein Spiel greife ich mir auch. Ja, bitte, dann hätten wir den 4. Mann.
Mach es bitte und dann machen wir es morgen durch. Und ich setze mich jetzt in mein Bett, weil mein Morgen habe ich leider gesagt. Warting auf Vorstellung to you Lobby. Alter, bist du einfach so rausgegangen oder was? Nein. Kannst nochmal resetten. Gut, morgen kannst du nicht, dann machen wir das übermorgen und ziehen wir das Ding dann durch. Dann haben wir 4 Leute. Dann hat ein. Uns fehlt wirklich der gucken kann, wo die Zombies sind. Das, ja, Virus-Scanner brauchen wir auf jeden Fall, also ja. Sonst geht gar nichts. Ich habe morgen leider keine Zeit. Ja, machen wir übermorgen, ist egal. Wenn du da bist du da, Alter. Boah, Alter, Neven. Das war heute cringe genug, ey. Und also, übermorgen krieg ich mein Geld nicht. Das war definitiv cringe genug.